Carport-Versteifung Tag 2. Ja, krass, die Sonne blendet. Moin. Heute ist Mittwoch, der 30. September 2020. Gestern habe ich mir den Arbeitstag so ein bisschen zweigeteilt. Ergebnis zeige ich euch jetzt kurz hier. Ja, ich habe angefangen, gestern die Kopfbänder für die Querverstrebung zu schneiden. Also erstmal die Rohlinge auf die gewünschte Länge gebracht und das erste mit Schräge versehen. Naja, und der zweite Teil des Tages, da war ich nochmal oben auf dem Dach und zeige euch mal, was ich da noch gemacht habe. So ist der Plan für die Versteifungskopfbänder. Auf der einen Seite, also auf der oberen Seite 82,5 cm, auf der anderen Seite knapp 700 mm, also 70 cm. Jo. Und das Ganze eben mit einem Wechsel zwischen den Dachsparren, ja, eingeklinkt sozusagen. Jetzt will ich das also mal bauen. Wieso stellen die jetzt nicht scharf, die Kamera? Hallo. Ja, nun. So, oben angekommen, auf dem Gerüst. Und was sehen wir hier? Genau. Ich habe erstmal die Plane runtergenommen. Hechts. Und ja, ich habe gestern dann doch noch ein Windrissband, also zwei, angebracht. Ich wollte eigentlich erst ohne die ganze Sache belassen. Eigentlich hätte das ja auch unter die Schalung gehört. Dann habe ich sie aber doch noch angebracht und obendrauf auf die Schalung. Warum das Ganze? Naja, es war mir etwas zu unsicher ohne, weil das ganze Dach wird nachher doch noch ganz schön schwer werden. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum baut der Depp so massive Balken hier ein bei einem, naja, 4 Meter überspannenden Dach. Also das ist ungefähr 60er Abstand und 8x16er Dachsparren. Also das ist für ein normales Dach total überdimensioniert für diese Größe. Ich könnte hier rechnerisch eine Verkehrslast realisieren. Naja, die kommt schon in einen Bereich, wo das dauerhaft begehbar wäre. Zumindest überschlagsmäßig. Aber ich habe da noch was vor. Das Ganze soll nämlich begrünt werden. Darum diese fette Schalung und auch die dicken Sparren und der schmale Abstand. Da komme ich schon noch auf meine 200, naja, vielleicht 100, 150 Kilo pro Quadratmeter Last. Wenn noch Schnee dazu kommt, dann wird das schon ganz schön schwer werden, das Ding. Genau. Und dann nehme ich euch immer wieder ein Stück weit mit, wie es hier weitergeht. Also ich baue jetzt erstmal unten heute Vormittag ja, Versteifungskopfbänder weiter. Gucken, wie weit ich damit komme. Und Versteifungskopfbänder. Und na, wie ist denn schön? Oh, ist auch gar nicht schlecht. Und im Anschluss werde ich hier oben drauf heute die Abdichtbahnen draufbringen. Da habe ich mir folgenden Aufbau überlegt. Einmal ein ganz normales Vlies und eine Unterschlagbahn. Das ist die längere Rolle. Unten drunter kommt das Vlies als Schutz für die Unterschlagbahn. Und auf die Unterschlagbahn kommt dann eine Lage Noppenfolie. Und darüber kommt nochmal Vlies und dann wird das Ganze mit Erde aufgefüllt. So der Plan. Aber alles Weitere, wenn es denn soweit ist.